Schmuddelwetter, Regen und kalte Temperaturen. Ziemlich graue Aussichten gerade in Deutschland für das kommende Weihnachten. Wie wäre es denn mit 26 Grad, sonnig, glasklares Wasser und Urlaubsfeeling pur? Nur rund 4 Flugstunden entfernt genießen Urlauber gerade die Sonne und genießen Weihnachten mal ganz anders. Auch das geht und man glaubt es kaum, aber Ägypten kann auch Weihnachten. So hat man sich in der Destination Suma Bay bereits jetzt schon gut aufgestellt für die Weihnachtstage. Überall glitzert und funkelt es mit Weihnachtsschmuck und auch zahlreiche Weihnachtsbäume schmücken die Hotellobbys. Ob es dann an Weihnachten eine Runde Golf oder der Schnorcheltrip oder vielleicht der Wellness- und Spa-Aufenthalt ist, welches das Weihnachtsfest noch mit speziellen Dingen versüßt. Fakt ist, viele Urlauber können sich das Weihnachtsfest auch mit viel Vitamin D durch die Sonne vorstellen. Zahlreiche Weihnachts- und Neujahrsangebote sind noch zu haben. Und unser Reisereporter hatte soeben die Lage in Suma Bay rund 40 Minuten von Hurghada entfernt gecheckt. Einen wundervollen, sonnigen guten Morgen hier aus Suma Bay. Suma Bay in Ägypten bietet momentan auch im Winter herrliche Temperaturen. 25 Grad heute, Wassertemperatur sogar 26 Grad. Also was will man mehr über die Wintertage, übers neue Jahr einfach mal ein bisschen Sonne genießen, eintauchen hier in das ägyptische Flair. Und wir haben sogar schon einige Weihnachtsbäume hier gesehen. Also auch das, auf das muss man nicht verzichten hier. Ein bisschen winterlich bzw. weihnachtlich angehaucht bei 25 Grad. Ist doch was, oder? Also Merry Christmas and Happy New Year geht auch mal ganz sonnig. Auf Weihnachtsbaum und Co. braucht man zumindest nicht verzichten.